So, mein Termin für heute ist durch und ich bin jetzt auf dem Weg nach Münster von hier im kleinen beschaulichen Vorort von Magdeburg, genannt Wanzleben. Ich bin jetzt von meinem Kunden, dem Werkstandort, hierher geradelt. Bisschen aus der Puste, weil ich gerade so noch einen Bus kriegen kann. Und in diesem Bus steige ich jetzt und fahre nach Magdeburg zum zentralen Omnibusbahnhof und dort ist dann der Zuganschluss nach Münster. In Magdeburg angekommen. Bus war pünktlich, alles gut, alles entspannt und jetzt um 16 Uhr, also in circa einer Viertelstunde geht es los. Ja, Viertelstunde in einen Intercity nach Hannover. Dort fast planmäßig in Hannover mit einer leichten Verspätung. Allerdings haben auch andere Züge Verspätung, weil es eine kleine Signalstörung da Richtung Westen gibt. Ich warte jetzt auf den Intercity nach Köln, weil der hält er direkt in Münster. So bleibt mir ein weiterer Umstieg erspart. Ich habe mich jetzt für die Option entschlossen, die ich auch ursprünglich geplant hatte. So kurz nach 18 Uhr geht es hier weiter und dann sollte ich, wenn nicht allzu viel schief geht, dann so gegen 19.45 Uhr in Münster ankommen. Und ich werde jetzt ein bisschen die Augen zumachen. Ich habe vorhin auf dem Weg bis hier nach Hannover ein paar meiner Hausaufgaben erledigt, was ich meinem Kunden zugesichert habe. Und jetzt werde ich einfach ein bisschen schlummern, ein bisschen blöd aus dem Fenster schauen und freue mich dann darauf, dass ich dann bald im Hotel bin, damit der Tag auch mal zu Ende geht. Meine Damen und Herren, willkommen in Münster, in Westfalen. Der Aufstieg in Fahrt Richtung rechts. Auch wieder sind hier im Intercity der Deutschen Bahn. Ich hatte eine recht entspannte und ruhige Fahrt. Mit etwas Verspätung bin ich jetzt hier in meinem heutigen Zielbahnhof Münster in Westfalen angekommen. Ich radel jetzt noch zum Hotel. Ab morgen und auch übermorgen am Vormittag noch ein paar Termine und am Freitag geht es dann wieder ab nach Hause in die Berge.